Leute, wären wir wieder zurück. Wir sind beim letzten Mal dabei stehen geblieben. Wir wollten ja in den Turm hier oben rein, haben aber festgestellt, dass der Zugang vernagelt ist. Ich für meinen Teil, es sind nur ein paar Spanbretter, kann man eigentlich mit der Hand rausreißen, aber der gute Dude hier möchte einen Hammer dafür haben. Und Bates hat gesagt, da sollten wir in den Stein. Seht ihr das hier? Ist mir sofort ins Auge gestochen, kann ich aber nichts machen. Schade. Kommt vielleicht noch. Ich meine, das kommt wirklich noch. Erstmal wieder umschauen, so wie immer. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Alter, ist es laut. Mal die Stimme schon ein bisschen leiser machen. Ich finde es blöd, es verstellt sich jedes Mal wieder. Nichts, nichts, nichts. Es ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Immer noch laut. Egal, man kann es jetzt halt eben nicht ändern. Gut, Morris. Was hast du so zu Mein Name erzählen? ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Stallknecht, nicht wahr? Ja, Sir, ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Was können Sie mir über Bates erzählen? Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast 5 Jahre. Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Naja, wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher, aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja. Aber nur aus Neugier. Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Fantasie hat er ja, muss man dem Guten lassen. Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Okay. Dann schauen wir uns jetzt weiter um. Im Stall soll der Die Werkzeug Säcke sein. da sind voller trockenem Heu. Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ich habe keinen Grund hinaufzugehen. Wasser für die Pferde. Ich möchte nicht schmutzig werden. Es ist nur Heu, meine Güte, was bist du denn? Leere Gläser und Farbeimer. Nichts Nützliches. Er ist rostig, aber er funktioniert. Ich habe keine Verwendung dafür.
Außerdem ist er ziemlich schwer. Okay. Oh, Schublade. Ein Hammer, sehr schön. Der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nägel, Schrauben, nichts, was ich gebrauchen kann. Noch nicht. Okay. Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Da ist nur Heu für die Pferde und das ist Morris' Aufgabe. Das Wappen unserer Familie. Sie sollte repariert werden. Ich glaube, die Story spielt in den 80ern. Wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. So oder so, in den 80ern hat man auch schon Autos gehabt, ne? Will ich nochmal anmerken. So. Dann hebeln wir mal die Bretter aus. Schon praktisch, dass es mit Doppelklick dann flotter geht, dass es abgekürzt wird. Er läuft einfach schneller als das Bild. So. Hammer. Attacke. Geschafft. Der Weg ist frei von Hindernissen. Oh mein Gott, das war ja auch so anstrengend. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Ich sollte Victoria fragen. Meinst du, die Dame ist salonfähig? Sie wollte vorhin ihre Ruhe haben. Hallo? Gut. Ich weiß, ich sollte Victoria in Ruhe lassen. Aber ich muss sie um den Schlüssel zu Williams Arbeitszimmer im Turm bitten. Oh, das können wir uns ja auch ein bisschen umschauen. Dann machen wir das doch gerade mal. Einer meiner Vorfahren, Durkheim Gordon. Dieses Gemälde ist mindestens 300 Jahre alt. Seltsam, dass die Farben trotz der Jahre so kontrastreich sind. So was nennt man restaurieren, mein Guter. Durkheim Gordon. Dass er sich alle Namen merken kann. Aber ich kann mir vorstellen, gerade in so einer Familie, da werden die Kinder wirklich getrimmt, sage ich mal, den kompletten Familienstammbaum zu kennen. Ich habe in den Schubladen nichts zu suchen. Wahrscheinlich enthalten sie Victorias persönliche Sachen. Es ist ein Gemeinschaftsraum. Den mache ich nicht auf. Es ist ein Gemeinschaftsraum. Eine alte Ausgabe eines Naturmagazins. Nature Will. Im Magazin steht nichts von Interesse. Lucky Arrow. Neunfacher Sieger in einer Saison. An diesen Namen erinnere ich mich nicht. Vermutlich ein Hengst aus früheren Tagen. Ja, 1890. Ja, ist nicht gerade gestern gewesen. Lucky Arrow, 1890. Früher hatten wir unseren eigenen Stall mit Vollblutpferden. Viele von ihnen haben Rennen gewonnen. Aber das ist der Ruhm längst vergangener Tage. Ein Denkmal für eines unserer preisgekrönten Pferde. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst.
Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden, Samuel? Oha, das wird ein etwas längeres Gespräch, schätze ich mal. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Und selbst jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es richtig war. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass du kommst. Alle Briefe an dich kamen zurück und seit Jahren hat dich niemand aus der Familie gesehen. Im Laufe der Zeit nahmen wir einfach an, du seist tot. Ich habe keinen einzigen Brief geöffnet. Ich wollte alles vergessen. Aber als diese Todesanzeige kam, musste ich sie öffnen. Vielleicht hätte ich sie besser nicht gelesen, wie die anderen Briefe. Deine Worte sind kalt, Samuel. Wenn Williams Tod nicht gewesen wäre, wäre ich nie zurückgekehrt. Ich bin nur wegen William gekommen. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Autsch. Bates sieht nicht gut aus. Er wirkt alt und sehr müde. Er sollte mal eine Pause machen. Ich würde es ihm ja vorschlagen, aber ich weiß, dass er im Moment nicht alleine sein will. Er war schon mit William befreundet, lange bevor ich ihn kannte. Er hat sein Leben lang hier gearbeitet, wie sein Vater vor ihm. Ich bin sicher, er fühlt sich bei uns wohler. Naja. Dieser Mann, der mit uns auf der Beerdigung war, wer ist das? Dr. Herman, unser Familienarzt. Oder besser gesagt, unser Familienfreund. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wie könntest du auch? Er zog hierher lange, nachdem du fortgingst. Er ist ein guter Mann. Er war mit William befreundet und hat uns allen sehr geholfen. Bis William anfing, Menschen aus dem Weg zu gehen, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Warum interessierst du dich für Heinz? Ich kenne ihn nicht. Deswegen wollte ich wissen, wer er ist. Brauchst du etwas, Victoria? Nein. Danke, Samuel. Es ist alles bestens. Vielleicht nur... Nein, mach dir keine Gedanken. Ich frage Bates. Ich habe mit Robert über den alten Flügel gesprochen. Er sagt, seine Mauern seien die einzigen Reste von dem ursprünglichen Schloss. Das stimmt. Er hat als einziger den Brand überdauert. Ich wusste gar nicht, dass das Schloss in der Vergangenheit erobert wurde. Es wurde nie erobert. Zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Das Schloss wurde bei einem Konflikt zwischen den ersten Gordons teilweise zerstört. Marcus wusste, dass er die Truppen seines Bruders nicht direkt angreifen konnte. Also beschloss er, ihn in der geheimen Kapelle tief unter dem Schloss zu überraschen. Das erkannte Mordred zu spät und die Folgen waren furchtbar. Aber das sind bloß Legenden. Nur alte Geschichten. Eine alte Gruft? Geheime Kapelle, so rum. Diese geheime Kapelle, von der du gesprochen hast, muss sich irgendwo unter uns befinden. Niemand hat jemals die Spur eines Eingangs gefunden, geschweige denn eine ganze Kapelle, Samuel. Es ist bloß eine alte Legende aus den Chroniken. Oh Gott, das schreit nach ziemlich viel Lesestoff in der Bibliothek. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, da kommt wirklich was. Ich meine, mich dunkel erinnern zu können. Was wurde aus Marcus, nachdem Mordred starb? Er wurde Schlossherr und starb lange Zeit später als müder alter Mann. Zur Würdigung seiner Führung wurde er in einer geheimen Gruft bestattet. Heute weiß niemand mehr, wo er ruht. Existieren noch Aufzeichnungen über sein Leben? Nicht, dass ich wüsste. Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dorthin geht, aber... Niemand darf dieses Zimmer betreten. Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich, daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Natürlich. Ups. Ja, da sind wir wohl ein bisschen zu penetrant gewesen. Okay. Bates? Wo bist du? Hallo. Vielleicht in der Küche? Weil der scheint mir am meisten von allen zu wissen. Also von den ganzen restlichen auf jeden Fall. Auch nicht. Vielleicht macht er gerade Feuer in unserem Zimmer. Aber ich denke, wir gehen erstmal in die Bibliothek.
und quatschen mal mit dem Dr. Herman. Hallo. Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Das weißt du nicht. Viele Bücher für lange Abende. Ich habe im Moment keine Zeit, darin zu lesen. Okay. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Die haben alle eine ganz schön lange Ladung, bis sie mal reagieren. Ja, in Ordnung. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Klang irgendwie ziemlich... Nein, den kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Ich meine, man könnte doch... Genau, in den hinteren Bereich. Oder auch erstmal in den mittleren. Why not? Es ist voller Dokumente und alter Schriftrollen. Ich sehe nichts Interessantes. Ein Plan von unserem Gut. Der könnte sich als nützlich erweisen. Den nehme ich mit. Auf jeden Fall. Zum Hinteren. Eine alte Karte. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Hier scheint etwas zu fehlen. Ach, ja. Das ist eins von diesen Rätseln, was noch kommt, was ich schon erwähnt hatte. Da findet man in einem Geheimschrank hier in der Bibliothek eine Kiste, also so eine kleine Schachtel mit den Planeten drin. Und die muss man dann in der richtigen Reihenfolge hier anordnen. Ich denke, das sollte ich gerade noch so hinkriegen. Aber das mit den Tierkreiszeichen, was da noch kommt, das ist übel. Daran erinnere ich mich. Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme,
Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss: In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Uiuiui, was zum Glück wird das alles vorgelesen. Oh, es geht noch weiter. Nee, geht nicht weiter. Oh, Gott sei Dank. Puh. Also, ich meine, die Chroniken von dem Schloss werden auch nochmal wichtig, weshalb wir dann auch in der Kirche von Wormhill früher oder später landen werden. Williams Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Nein, das lassen wir jetzt. Hier ist nichts mehr. Hier ist tatsächlich nichts. Ups. Noch mehr Bücher. Es ist sinnlos, diese Bücher durchzublättern. Keines davon kann mir sagen, was passiert ist. Die Statue hält etwas Seltsames in der Hand. Es scheint eine Art Schlüssel zu sein oder ein Amulett. Ja, und? Kann ich das nicht nehmen? Schade. Okay, ich schätze, das war es jetzt erstmal. Dann schauen wir mal, ob wir den guten alten Bates finden. Der wollte ja Feuer in unserem Zimmer machen, deswegen gehen wir mal nach oben. Weil ich glaube, zu der Victoria können wir jetzt aktuell nicht gehen. Die war ein bisschen pissig, um es mal milder auszudrücken. Ich habe den Kamin in Ihrem Zimmer angezündet, Sir, wie Sie mich gebeten haben. Danke, Bates. Es war recht kalt da drin. Ich werde mich jetzt um meine weiteren Pflichten kümmern. Falls Sie etwas benötigen, ich bin unten in der Halle zu finden. In Ordnung. Können wir nochmal mit Robert quatschen? Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen sollten. Okay. Ich würde gerne noch mit Bates ein bisschen quatschen. Hallo?
Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesagt. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir. Madam hat ein mildes Herz. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, Bates sagt, wir sollen gleich wieder hin. Dann machen wir das. Wenn ich jetzt eine über den Latz gezogen krieg, wissen wir, dass es falsch war. Ich hab Doppelklick gemacht. Warum kürzt es nicht ab? Ich sollte mich entschuldigen. Ah, okay. Hallo, Tantchen. Sorry. War halt echt schon fies, was er da runtergelassen hat. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Okay. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel, ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich frag Herman. Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Kannst du dir dieses Foto ansehen? Weißt du, wer dieser Mann ist? Das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, aber nicht genau dieses. Was meinst du damit? Er war damals viel jünger als auf diesem Foto, aber es ist die gleiche Person. Wer ist es denn? William hat einmal ein Waisenkind hierher gebracht und vorübergehend bei uns aufgenommen. Er hat eine Zeit lang neben dem Stall gewohnt. Ein einfacher, ruhiger Junge. Weißt du, wie er hieß? Das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Er blieb einige Zeit bei uns, aber dann veränderte er sich auf einmal komplett. Es war, als wäre er wahnsinnig geworden. Danach konnten wir ihn nicht länger hier wohnen lassen. Man brachte ihn nach Ashbury. Was passierte dann mit ihm? Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Robert erinnert sich vielleicht. Er hat diesen Jungen damals als Patienten aufgenommen. Ah ja. Vorhin hat er noch gesagt, er würde ihn nicht kennen. So, gehen wir nochmal zum Dr. Herman. Wegen den persönlichen Dingen. Jo, steht halt eben da. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Dr. Herman, Victoria hat mir gesagt, dass Sie Williams persönliche Sachen haben. Ja, das stimmt. Ich würde Sie gerne sehen. Aber sicher. Ich kann sie Ihnen zeigen, wenn Sie morgen zur Leichenhalle kommen. Ich weiß nur nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss Sie aber heute sehen. Können Sie mir helfen? Heute? Na schön. Vielleicht können wir Folgendes machen. Ich werde jemand mit einem Paket für Sie zum Haupttor schicken. Reicht das? Perfekt. Wann wird diese Person kommen? Ich schicke sie los, sobald ich wieder im Obduktionssaal bin. Sagen wir um 7? Ich warte am Haupttor, pünktlich um 7. Es ist sehr wichtig. Hoffentlich ist diese Person zuverlässig. Keine Sorge, sie wird gut bezahlt. Abgemacht? Danke, Doktor. Um 7 muss ich unbedingt am Tor sein. Ich habe hier keine Uhr. So, dann gehen wir jetzt wieder zum Robert. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Das Foto, über das wir gestern gesprochen haben, habe ich Victoria gezeigt. Gestern? Sie hat den Mann erkannt. Meinte, er hätte eine Zeit lang in der Nähe des Schlosses gelebt. Bist du sicher, dass du ihn nicht erkennst? Lass mich das Foto noch einmal sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat Ähnlichkeit mit einem Patienten im Sanatorium. Möglicherweise ist er das sogar.
Ich verstehe aber nicht, woher dieses Foto stammen könnte. Vielleicht können wir es herausfinden. Wer würde das Foto eines Verrückten ins Schloss bringen? Und warum? Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir erst auf ein Paket warten müssen, wo die persönlichen Dinge von William drin sind. Was soll ich denn jetzt so lange machen? Kann man mit Bates nochmal quasseln? Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Ist der Doktor noch da? Der ist immer noch da. Ich will das Paket. Herman hat versprochen, dass der Bote Williams Paket um genau 7 Uhr zum Haupttor bringt. Ich muss pünktlich dort sein. Was mache ich denn jetzt so lange? Können wir uns draußen so lange noch mal umschauen. Weil der Stall ist tatsächlich nicht das Einzige. Es geht nämlich noch hier vorn rum irgendwie. Hallo. Hallo? Der Rauch von dem Laub riecht gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Henry. Ich kümmere mich um den Garten. Es ist kein leichter Job. Ich habe niemanden, der mir hilft. Aber wahrscheinlich wollten Sie mit mir über etwas anderes sprechen, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Man spricht ihn das erste Mal an und er fängt direkt an zu jammern, dass er keine Hilfe hat. Jawohl. Wie lange arbeiten Sie hier, Henry? Etwa ein Jahr, Sir. Der Garten kommt mir etwas vernachlässigt vor. Früher stand hier alles in Blüte, aber jetzt? Ich tue mein Bestes, Sir. Aber alleine schaffe ich nicht alles. Dieser Garten macht eine Menge Arbeit, Sir. Garten, kann man das Garten nennen? Ich sehe ein paar Sträucher, das war's aber auch schon. Sagen Sie, Henry, wie kamen Sie mit Sir William zurecht? Ich kannte ihn nicht richtig, Sir. Ich habe ihn kaum gesehen. Sie haben jeden Tag hier gearbeitet und ihn trotzdem kaum gesehen? Nun sehen Sie, Sir William ging nicht sehr oft in den Garten. Und ich bekomme meine Anweisung nur von Madame Victoria. Bates durfte als einziger sein Arbeitszimmer betreten. Er hat sonst niemanden reingelassen. Können Sie mir sonst noch irgendetwas über ihn sagen? Ich möchte es Ihnen eigentlich nicht so gern sagen. Was denn? Naja, wie soll ich sagen? Alle hielten ihn für ein bisschen verrückt, wenn Sie wissen, was ich meine. Reden Sie weiter. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, Sir. Fragen Sie bitte jemand anderen. Was meint er damit? Warum sollte man William für verrückt halten? Henry, erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Haben Sie ihn je gesehen? Nein, Sir, ich glaube nicht. Wer ist das? Sollte ich ihn kennen? Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihm je begegnet sind. Tut mir leid, Sir. Ich will Sie nicht länger stören. Oh, du sagst das Haupttor. Das Haupttor ist normalerweise geschlossen, wie heute. Ich würde zu gerne wissen, woher diese Steine stammen. Hier wird unsere Post eingeworfen. Jedenfalls war es früher so. Er ist leer. Keine Post. Er ist leer. Okay. Also wird der Briefkasten offenbar noch interessant. Zum Umland? Nee, das machen wir jetzt lieber mal nicht.
Ein Häcksler. Das sieht aus wie Blut. Aber wie ist das möglich? Okay. Ich hab die Auflösung. Guck mal, die Bäumchen hier oder die Sträucher, die sind rot. So. Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Dieses ganze Laub wird irgendwann verbrannt. Die letzte Ruhestätte für die Bäume und Sträucher. Zurzeit ist er leer. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, okay. Wenn wir schon im Vorbeigehen sind. Henry. Oh. Ja. Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Ich will Sie nicht länger stören. Vielleicht sollten wir mal mit ihm quatschen, hm? Konnte ich das schon vorher anschauen? Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Dramatische Ansprache. Ich sehe das hier, aber ich kann damit noch nichts machen. Das ist blöd. So, erzähl mal. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Klar. Der Gärtner, wie ist er so? Henry, ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir. Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Was soll ich denn jetzt machen? Hallo. Kann ich hier vorne rumgehen? Einer von mehreren großen Steinen im Garten. Niemand weiß, woher sie stammen. Der muss Jahrhunderte alt sein. Der Anblick ruft ein merkwürdiges Gefühl in mir hervor. Da geht's zur Küche. Hinterer Garten. Darin habe ich gespielt, als ich klein war. Damals war er nicht so verdreckt. Oh.
Ah, oh, da gibt's zum Essen, alles klar. Ach Gott, was läuft da im Bogen? Der umgefallene Baum blockiert den Weg. Man kommt nicht dran. Es ist schade, dass der Garten so überwuchert ist. Das Wasser war früher kristallklar. Ich werde Henry bitten, es sauber zu machen. So schmutzig darf es nicht bleiben. Das Wasser war früher... Okay. Der hintere Weg ist völlig überwuchert. Ich kann ihn nur von der anderen Seite erreichen. Ich werde Henry bitten, ihn sauber zu machen. Okay, dann machen wir das mal. Wo ist er jetzt hin? Warum laufen denn alle weg? Na, schön. William mochte diesen Ort sehr gern. Er kam oft hierher, um zu malen, und manchmal verbrachte er den ganzen Tag hier. Das Schloss Black Mirror. Hier gibt es tatsächlich gar nichts zum Gucken. Gut. Brauchen Sie etwas, Sir? Warum pflegt hier niemand den hinteren Garten? Ich weiß nicht, Sir. Vermutlich, weil niemand mehr dorthin geht. Und was ist mit dem Springbrunnen? Früher waren da Fische drin. Ich habe kein Problem mit dem hinteren Garten als solchen, aber ich möchte, dass Sie den Springbrunnen reinigen. Aber, Sir... Ist das nicht ziemlich zwecklos? Ich meine, von draußen kann man ihn nicht mal sehen. Das bedeutet eine Menge sinnlose Arbeit. Entweder Sie haben ihn bis morgen gereinigt oder Sie können sich einen neuen Job suchen. Wie Sie wünschen, Sir. Wow, er ist, was weiß ich wie lange, schon nicht mehr da gewesen und muckt so auf. Naja. Henry, dieses Bild hinter uns, wann hat William das gemalt? Das ist lange her, Sir. Zu einer Zeit, als er noch in den Garten ging. Madame gab mir die Anweisung, es hierher zu bringen. Also habe ich mich darum gekümmert. Sir William war wirklich begabt. Finden Sie nicht auch, Sir? Ja, das war er. Ich will Sie nicht länger stören. Oh. Wirklich voran bin ich jetzt auch nicht gekommen, ne? Moment. Das Fenster von meinem Zimmer. Okay, doch so simpel. Ich dachte, das wäre was Tiefgründigeres. Bates sagte, er sei in der Küche. Ah, nee, Quatsch, in der Halle noch. Bates, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Ich höre, Sir. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh, aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Das wissen wir doch. Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher.
Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Creepy aus. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Das sieht aus wie ein... Das sollte ich... Okay, irgendwie festhalten. Ja, wie? Warum kann ich jetzt in den Strauch gucken? Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Da liegt was drin. Das sehe ich mir näher an. In den Ästen dieses Strauches klemmt etwas. Was könnte das sein? Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. So, ja, wie sollen wir das denn bitte festhalten? Sein Tagebuch, meine ich, glaube ich, denke ich. Oh, schön warm jetzt. Der Kamin ist angezündet. Jetzt ist es angenehm warm. Ach. Habe ich das schon? Nee, das ist die Todesanzeige. Mit dem ganzen Krempel kann ich nichts anfangen. Soll man das denn festhalten? Ich meine, das muss man fotografieren. Hallo? Brauchst du etwas, Samuel? Ja. Ich möchte dich etwas fragen. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar. Aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Okay. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ich meine, das müsste man fotografieren. Aber wo war diese scheiß Kamera? Und hier unten. Ach, hier unten. Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Ja, moin. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Das weiß ich noch. Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. Das weiß ich. Da oben. Ding dong. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Ich werde versuchen, raufzukommen. Da ist etwas. Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Ich wusste, dass er irgendwo im Zimmer sein muss. Das wusste ich noch. Müsste noch funktionieren. Es ist kein Film drin und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Meine Bibel. Gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Film. Und den kriegen wir von dem Robert. Und die müssten nämlich in der Kiste auf dem Dachboden sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang, du kannst sie nicht verfehlen. Danke, ich gehe und hole sie. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung. Ich war auf dem Dachboden, um den Film zu holen, aber deine Truhe ist abgeschlossen. Darf ich mir deinen Schlüssel ausleihen? Abgeschlossen? Oh, Entschuldigung. Das habe ich völlig vergessen. Hier hast du den Schlüssel. Danke. Ich bringe ihn gleich wieder. Du musst dich nicht beeilen. Ich brauche ihn nur selten. Okay. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Glück waren wir ja schon vorher auf dem Dachboden und haben da alles angeschaut, ne? So. Finden wir noch mehr Sachen da drin? Hoffentlich funktioniert das. Sonst brauche ich daraus nichts. Schade. So, ich schätze aber, jetzt müssen wir erstmal den Film nehmen und da einlegen. Ich bin aus der Übung, aber ich glaube, der Film ist richtig eingelegt. Ach, komm schon, Bubchen, das weiß ja sogar noch ich, wie man Filme eingelegt hat. Stammt tatsächlich auch noch aus der Zeit, wo man so mit dem Fotoapparat Fotos machen konnte. Da war nichts mit Smartphones und so ein Kram. Da. Vor allen Dingen wusste man nie, ob die Fotos was geworden sind. Erstmal dann zum Entwickeln gebracht und 3 Wochen später kam dann in der Regel ein halber verschossener Film zurück, wo wirklich die Hälfte der Fotos verschwommen war. Ja. So. Jetzt muss ich nur noch den Film entwickeln lassen. Aber wo kann ich das tun? Davon habe ich schon ein Foto gemacht. So. Wir fragen mal die gute Seele des Schlosses. Ich habe das Gefühl, Bates weiß so fast alles. Warum rennen immer alle weg? Küche? Ich habe eine Frage an Sie, Bates. Zu Ihren Diensten, Sir. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen dort, wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ich will aber wissen, wo ich Filme entwickeln kann oder lassen kann. Mann.
Oh, warte mal, wir haben vom Robert den Film bekommen. Dann wird der ja wohl auch wissen, wo man es entwickeln lassen kann, oder? Dann quatschen wir nochmal mit dem und dann nochmal mit dem Henry wegen diesem Ding. Hallo? Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Hier hast du deinen Schlüssel wieder, Robert. Oh, danke. Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, habe ich. Robert, weißt du, wo ich den Film entwickeln lassen kann, den du mir gegeben hast? Ich kenne nur Murray in Willow Creek. Ich gehe selbst zu ihm, wenn ich Bilder brauche. Er hat eine Dunkelkammer in seinem Leihhaus. Weißt du, wo das ist? Ja, ich erinnere mich an das Geschäft. Versuch's bei ihm. Dann sollte ich wohl dorthin gehen. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Gut, trotzdem quasseln wir jetzt erstmal mit dem Henry. Upsala. Ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Aber sicher, Sir. Ich höre. Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Uh-oh. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben. Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir. Aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir. Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Ich will Sie nicht länger stören. Gut. Also müssen wir nach Willow Creek zu einem gewissen Murray. Der kann nämlich zum einen Bilder entwickeln und zum anderen hat er ein Pfandhaus. Ah, ja. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war.
Tja, es ist schon so lange her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Ziemlich lange. So. Aber das war jetzt nur ungefähr eine Stunde. Da würde ich jetzt tatsächlich hier jetzt auch wieder den Cut setzen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und dann quatschen wir uns mal hier durch das Dörfchen durch und schauen mal, wie wir dann mit den Bildern und mit dem Krempel da weiterkommen. Bis dahin. Tschüss.